Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Es sind einige Fragen reingekommen und da möchte ich einfach nochmal die Gelegenheit nutzen, diese zu beantworten. Die Fackellilie wird im Herbst nicht geschnitten oder die Frage, wann wird eigentlich der Frauenmantel zurückgeschnitten? Wir wünschen uns natürlich den Garten immer recht sauber, gehakt und ordentlich. Es ist aber einfach so, auch wenn wir den Klimawandel schon spüren, gibt es zwischendurch auch noch mal einen Winter, der relativ kalt ausfällt. Sowas kann natürlich auch vorkommen und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, weil man kann ja nicht vorausschauen, dass man auf jeden Fall den oberen Teil der Staude noch bis zum Frühjahr stehen lässt. Ganz speziell sind da die Gräser, wenn man da im Herbst schneidet, also die Halme abschneidet, würden sich die Hohlräume mit Wasser füllen, dann würde das Wasser wirklich bis ins Herz des Grases vordringen und wenn wir dann starke Minusgrade bekommen, dann bekommen wir einen richtigen Schaden am Gras. Hier habe ich mal einen Halm abgeschnitten von einem Chinaschilf Miscanthus gracilimus und hier kann man sehen, dass so ein Hohlraum entsteht und wenn es regnet, tropft es dort hinein und dann würde das bis unten hin ins Herz tropfen und wenn wir dann im Winter sehr starke Minusgrade bekommen, würde es halt das Zentrum der Pflanze schädigen. Auch sollte man ja nochmal an die Insekten denken. Natürlich haben sie, wenn der obere Teil noch bis zum Frühjahr bestehen bleibt, haben die Insekten da ihre Rückzugsorte. Und das würde ich auf jeden Fall auch noch aus diesem Grund bestehen lassen. Ich habe auch noch einen ganz tollen Tipp. Wenn man jetzt diese bisschen unordentliche Struktur der Stauden über den Winter nicht so gern leiden mag, entweder man nimmt immergrünes Reisig, also von der Eibe, oder zum Beispiel den ausgedienten Weihnachtsbaum. Da kann man dann diese langen Arme abschneiden und legt sie einfach oben drüber. Dann hat man es immergrün und es sieht ein bisschen aufgeräumter aus. Hier bitte aber darauf achten, dass man halt das Tannenreisig nicht zu dick auflegt. Einfach damit der Boden noch weiter atmen kann und dass nach einem stärkeren Regenschauer auch der Boden wieder abtrocknen kann. Wenn man das nicht macht und wenn das zu intensiv, zu dick aufgelegt ist, könnten sich darunter natürlich Schimmelpilze entwickeln. Deswegen locker drauflegen, dass der Boden atmen kann. Man sollte darauf achten, dass man dann das Tannengrün auch frühzeitig wieder entfernt. Einfach aus dem Grunde, wenn es dann etwas wärmer wird und dann treiben die entweder Blumenzwiebeln oder Stauden dann frühzeitig aus. Das könnte dann bei Spätfrösten wieder ein Problem werden. Es geht einfach darum, um den Winter das Staudenbeet optisch ein bisschen aufzupeppen und wenn wir jetzt die ganz starken Minusgrade haben, dass es noch ein bisschen schützt. Ich würde es wirklich in der Zeit von Dezember bis zum Februar abgedeckt lassen mit Tannenreisig und spätestens dann im März abräumen. Nochmal zum Frauenmantel. Dadurch, dass das auch eine remontierende Staude ist, würde ich sie direkt nach der ersten Blüte abschneiden und dann treibt sie wieder aus. Dann fördert man eine zweite Blüte. Und dann würde ich, wenn sie zweite Blüte durchgeblüht ist, würde ich sie dann den Winter über zurückziehen lassen und dann würde ich sie im Frühjahr wieder schneiden. Genauso wie bei der Fackellilie ist das bei allen Stauden so. Es ist einfach, weil die Pflanze sich ja zurückzieht in die Wurzel, stirbt der obere Teil ab und der dient dann gleichzeitig als Winterschutz und dadurch entstehen keine Frostschäden. Das ist einfach eine vorbeugende Maßnahme. Ich möchte einfach die Gelegenheit hier nochmal nutzen und mich ganz herzlich für die ganz lieben Kommentare bedanken. Ich bin immer ganz gespannt und schaue rein, wenn ein Film frisch reingekommen ist, was ihr so schreibt dazu. Wenn ihr Anregungen habt oder bestimmte Pflanzenvorstellungen oder Wünsche, gerne reinschreiben, dann bemühe ich mich, das dann zu drehen, vielleicht ein paar Bilder hübsch dazu zu filmen. Wenn Fragen dazu auftreten, jetzt speziell zum Rückschnitt der Stauden, gern an meistersprechstunde@pflanzmich.de. Über ein Like würde ich mich immer freuen. Bis dahin eine schöne Gartenzeit.